Chestnut roasting. Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Ja, hi Freunde, willkommen zum zweiten Teil meines Weihnachtsspezials. Heute ist der erste Weihnachtsfeiertag und deswegen gibt es Teil 2 von einem kleinen Fazitvideo aus dem Pott. Viel Spaß dabei. Zur Unterhaltung nutze ich eigentlich mein iPad, das ist relativ praktisch. Hier sind sämtliche Apps drauf von Sachen, also Netflix, wie ihr seht, oder Amazon Prime oder die Mediatheken von sämtlichen Sendern und so weiter. Also natürlich auch Musikstreaming über Amazon Prime. Verbunden habe ich das eigentlich immer mit meiner Boombox hier. Das ist ein Ultimate ES Mega Boom, der ist eigentlich ziemlich cool. Das iPad habe ich in einem Halter. Der ist unglaublich billig und von Pearl. Ich glaube 12,90 € oder sowas, aber der ist super, der ist aus Aluminium. Ja, mein Schranksystem hier hat sich auch bewährt. Auch wenn es ein bisschen wüst aussieht, aber ich weiß eigentlich, wo alles ist. Diese beiden grünen Boxen sind ja quasi der Ersatz für meine Besteckschublade. Das hat sich auch so bewährt, denn die kann man einfach rausziehen, auch einzeln. Die wichtigsten Sachen habe ich dann immer da vorne querlegen. Seht ihr ja so das Messer, was man halt immer braucht. Und meistens ist da auch der Kaffeelöffel und sowas drin oder der Löffel fürs Hundefutter, dass ich die nur rausnehmen muss, wenn ich noch mehr Besteck brauche. Und alles andere, auch so zum Kochen, Kochlöffel und sowas, liegt schon quer davor. Darunter genauso. Das sind halt Töpfe und ja, Topflappen und so. In der Mitte kommen noch die Hundenäpfe rein und der Wasserkessel und sowas, der jetzt gerade halt im Gebrauch ist. Mein Mülltrennsystem hat sich auch bewährt. Einzige, was ich euch ja beim Video dazu schon gesagt habe, was natürlich schwierig ist, unterwegs halt den gelben Sack zu entleeren. Deswegen ist der, wie ihr seht, auch immer proppenvoll. Die oberen Schränke analog dazu, also hier sind so ja Gewürze und Tassen und Kaffee und so ein Eierkocher, den ich noch nie benutzt habe, genauso wie die Kaffeepads, die ich noch nie benutzt habe, aber ja gut, so ist es halt. Der hier ist etwas größer, hier ist dann halt ja so verschiedene Kaffeekocher, ich bin ja relativ kaffeeaffin, also hier ist einmal die Bialetti mit Milchaufschäumer, da kann man Cappuccino oder Latte Macchiato sowas machen. Dann ja Tassen und hier hinten ist noch eine Büchse Kaffee aus Frankreich. Hier ist noch eine Kaffeedose mit gemahlenem Kaffee. Das kleine Grüne da hinten ist meine normale Bialetti für Espresso. Da vorne, das was quer liegt, ist halt so eine Kapselmaschine. Ja, und dann ist hier halt auch noch hier Hundeleckerlis und Süßigkeiten und Tee und hier Schokolade und ein zerkleinerer und das saarländischste aller Gewürze, Maggi. Ja, also hat alles seinen Platz und funktioniert so auf jeden Fall. Das Kochfeld ist super, muss ich sagen, sowohl von der Leistung als auch von der Dimension her. Durch das diese beiden Kochplatten relativ weit auseinander sind, kann man auch größere Töpfe oder sowas drauf machen. Hier an der Wand, seht ihr, habe ich mir noch eine Uhr dran gemacht, die ist von Lidl oder Aldi, ich weiß es gar nicht mehr, eigentlich als Badezimmeruhr verkauft. Da gab es noch so einen Deckel, den man draufschrauben konnte mit so einem riesigen Saugnapf. Habe ich aber nicht gebraucht, weil ich habe es einfach relativ simpel gelöst mit Klett. Das funktioniert super, klappert auch nicht. Und an der Uhr ist halt schön, die gab es auch noch mit analogem Zifferblatt. Ich habe halt die hier bevorzugt, weil ich keine tickende Uhr haben wollte. Und außerdem hat man hier noch praktischerweise Datumsanzeige und eine Temperaturanzeige, die ich sehr praktisch finde. Die nutze ich eigentlich öfter als die Uhrzeit. Und es ist auch eine Funkuhr. Also von daher, die Zeit stimmt halt immer. Ein relativ praktisches Feature und ich finde, der Platz hier ist eigentlich perfekt. Mittlerweile bei meiner Rhein- und Ruhr-Tour an der Zeche Zollverein angekommen. Total geiles Areal. Sowohl die Zeche hinter mir als auch auf der anderen Seite die Kokerei passen dazu. Total schön. Ein riesig großes Areal. Ich habe schon eine Nacht hier verbracht und ich glaube, ich werde noch eine bleiben, weil heute ist das Wetter, wie ihr seht, traumhaft schön. Ich stehe jetzt hier schön in der Sonne, sodass die Akkus wieder vollgepumpt werden mit Energie. Ich werde eben mit Niki schon eine tolle Tour machen.
Hier nehmen wir euch mal mit auf so einen kleinen Ausschnitt von der Tour. Haben wir natürlich nicht nur eine gemacht. Und zwar geht es jetzt hier über stilisierte wie auch echte Gleise unter der Kohlenwäsche durch in Richtung Kokerei. Hier unter so einem gigantischen Kran in der Kokerei ist eines von mehreren Cafés eingerichtet. Man hat einen wahnsinnig tollen Blick auf die ehemalige Industrieanlage der Kokerei. Mit so einem langen Wasserbasse. Im Hintergrund seht ihr noch so einen Kran. Und das kann man natürlich auch alles besichtigen. Es gibt geführte Touren durch diese Kokerei. Für Rollstuhlfahrer leider nicht geeignet. Da muss man über diese ganzen Stege und Geländer rundherum klettern. Ist aber garantiert hochinteressant. Solltet ihr unbedingt machen, wenn ihr es könnt. Guck mal, ist das nicht geil? Wir haben hier sämtliche Schienen der ehemaligen Werksbahn erhalten, samt Weichen und Weichenzonen und allem drum und dran. Haben nur die ganzen Zwischenräume aufgefüllt, dass man es jetzt als Wege benutzen kann. Und es ist wirklich so gut gemacht, dass es also zumindest beim Rollstuhl sehr gut geht. Im Fahrrad, glaube ich, muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht an den teilweise doch so 1-2 cm herausragenden Gleisen irgendwie sich auf die Schnauze haut. Aber im Rollstuhl geht es echt gut. Also Niki und ich haben total Spaß hier. Direkt im ehemaligen Maschinengebäude von Schacht 12, das ist der große Markante, den man eigentlich kennt, wenn man die Zeche-Zollverein im Kopf hat, ist so eine Passage eingerichtet. Hier sind verschiedene Geschäfte, die leider nicht jeden Tag aufhaben. Hier ist dann unter anderem auch ein Café vorne. Und in der Kohlenwäsche selbst ist das Ruhrmuseum eingerichtet. Natürlich ein Museum zum Thema Kohle, Erz und alles, was man sonst noch so mit dem Ruhrgebiet verbindet. Man kann in der unteren Etage der Kohlenwäsche, kann man einfach so hin, hier so einen Shop und ein weiteres Café. Hier nehme ich euch mal mit, ich habe so eine kleine Runde gedreht dadurch. Man kann im Prinzip die gesamten Wege, die früher Loren und irgendwelche Arbeiter machen mussten, um ihr täglich Brot zu verdienen, kann man hier zu Fuß oder wie ich mit dem Rollstuhl ablaufen. Normalerweise kommt man über eine gigantische Rolltreppe dahin. Ausgehend von dem großen Platz zwischen Kohlewäsche und Schacht 12. An der Seite der Kohlewäsche ist aber auch ein Eingang mit einem Fahrstuhl, wenn ihr lieber Fahrstuhl fahren wollt oder wie ich Fahrstuhl fahren müsst. Es ist ein bisschen versteckt, aber ihr könnt überall Informationen fragen, da hilft man euch. Und der Weg dahin ist aber komplett easy, kann man ganz alleine machen. Gibt auch überall Türöffner. Und oben angekommen ist alles barrierefrei. Was leider auch nicht geht, ist die Führung hier, denn da muss man auch über eine Treppe hoch. Und ebenso auf die Aussichtsterrasse, die ganz oben auf der Kohlenwäsche drauf ist, die einen genialen Blick über das gesamte Areal und über die Stadt Essen bietet, kommt man leider auch so ohne weiteres mit dem Rolli nicht hin. Es gibt wohl eine Möglichkeit, wenn man die Mitarbeiter anspricht, irgendwo auf der Seite ist wohl noch ein Lastenaufzug. Das wollte ich mir aber nicht antun. Das werde ich vielleicht ein andermal noch ausprobieren und gucken. Aber ich finde es halt immer doof, wenn man irgendjemand dann da bemühen muss und der mit einem dann da hochfahren muss und man nicht so wirklich sich da fallen lassen kann und sich da genau umgucken, weil die Leute warten ja dann auch, dass man wieder mit runterfährt. Darauf habe ich in aller Regel keinen Bock. Deswegen habe ich das auch sein lassen. Habe mir aber all das, wo ich hingekommen bin, angeguckt und auch das kann ich euch echt ans Herz legen. Auf der Webseite der Zeche Zollverein gibt es auch einen virtuellen Rundgang. Den kann ich euch auch ans Herz legen. Könnt ihr euch mal umgucken. Und da kann man auch virtuell natürlich auf die Aussichtsplattform. Das habe ich dann natürlich auch gemacht. Ebenso bewährt haben sich die Rollos. Ihr seht, jetzt ist natürlich draußen taghell und die Sonne scheint. Trotzdem ist es blickdicht, also man sieht nicht, was drin passiert. Und für vorne fehlt mir noch eine Lösung. Da habe ich mir mit so einer Decke geholfen, die ist einfach hier immer oben drüber geschlagen und nach vorne vor die Sitze gelegt. So stürzt sie nicht und trotzdem bietet sie nach vorne einen Sichtschutz. Und was ich heute Nacht gemerkt habe, heute Nacht war es 3 Grad kalt draußen, dass es auch ein bisschen Temperaturschutz bietet. Das ist so eine Mikrofaserdecke, die scheint auch ein bisschen die Kälte abzuschirmen. Was für heute wieder. Morgen gibt es den dritten und letzten Teil davon. Bis dann. Ciao, ciao.